Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind die Glockenmörder, Bürger, ja, oder auch Glockenbürger, blästert. Sind wir voll auf der Spur, haben die erste Ermittlung, ja, so ein bisschen halbwegs erstmal so ein bisschen angeguckt, ne? Und jetzt wollen wir die mal abschließen und mal gucken, was passiert. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? Ja, dann müssen wir ganz nach oben gehen. Ja. Vielleicht können wir ja fliegen. In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Wer ist sie denn? Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Mal erstmal mit der da reden. Da hat die auch was gesehen. Entschuldigung, muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Für wie viele Gebäude gilt das? Hier? Für so gut wie alle. Keine Sorge, du gewöhnst dich dran. Danke. Mit deinem Hinweis, dann werden wir mal schnell machen. Ja, ja, klar. Abrinder. Puh. Hey, Sarge, 1019. Kehren Sie zum Tatort zurück. 10-4. Mhm. Ja, klar. Wozu raucht denn der weiter eigentlich? Okay, gut, alles klar. Oh, du bist's nur. Ich wusste, ich habe was gehört. Okay, gut, alles klar. Gut, hier. Ne, da will ich ja gar nicht. Also zumindest noch nicht, ne? Hinweise könnten wir uns ja eigentlich nur von außen so angucken, ne? Viel könnten wir ja nicht machen. Was? Enthüllen? Was ist denn das? Fallakten. Es gibt in Salem viele Arten an Objekten zu entdecken. Achte auf deine Umgebung, während du sie erkundest. Selbst das einfachste Papier kann Geheimnisse zur Stadt und zu den Menschen, die ihr leben, enthüllen. Okay, noch 6 müssen wir davon finden. Warum können wir da nicht durch? Hier leben ja richtig viele. Oh. Oh, warte. Ich bin so verwirrt. Wenn ich ihn finde, dann weiß ich, was passiert ist. Ich habe überall nachgesehen. Warum haben sie mir das angetan? Was, wenn ich ihn nie finde? Wenn ich wüsste, wer es war, wüsste ich vielleicht, wo ich suchen muss. Wer denn? Du wirkst verloren. Was verloren ist, ist mein Körper. Ich weiß, ich wurde hier ermordet. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn ich wüsste, wo meine Leiche ist. Sind Sie ein Detective oder so? Sie sind vielleicht meine einzige Hoffnung. Ja, ich bin Detective. Eine Ahnung, wer es getan hat? Das könnte uns zu deiner Leiche führen. Ich weiß, dass es alte Leute waren. Und dass sie in diesem Mietshaus wohnten. Bestimmt die Hexung. Abgesehen davon ist alles verschwommen. Ich habe zu der Zeit viele Drogen genommen. Du brauchst wirklich einen Detective. Ich werde sehen, was ich von den älteren Hausbewohnern erfahren kann. Ein mysteriöser Mord. Das ist jetzt, sie glauben, ein älteres Ehepaar, hat sie gar nicht gesagt. Ein Gebäude hat sie ermordet. Ich sollte versuchen, Informationen über jegliche älteren Mieter herauszufinden. Bestimmt die alte Hexe, die uns die Türklinke ins Gesicht gedonnert hat. Garantiert. So. Aber wir machen hier erstmal weiter. Liebling, sie können dich wahrscheinlich durch die Decke hören. Das hoffe ich doch. Jedes Mal, wenn wir Jennifer besuchen, ist es das Gleiche mit diesen komischen Gestalten. Diese Frau im ersten Stock, die wechselt ihre Liebhaber wie andere die Unterwäsche. Dazu noch dieser Lärm.
Ich weiß, dass dich das aufregt, Schatz. Was noch? Und weißt du was noch? Die Typen im dritten Stock. Man könnte meinen, die wollen die Toten aufwecken. Meine Enkelin braucht einen Garten. Wo spielt sie? Auf der Straße? Hoffentlich zieht Jennifer bald aus dieser Müllhalde aus. Hoffentlich stellt er keine Fragen. Er merkt sonst, dass ich nicht zuhöre. Gus braucht ein paar Freunde. Jemand anderen, der seinem Gejammer zuhört. Ja, bei manchen ist es so wirklich, ja. Ich kenne das ja. Manche haben nur zu meckern. Was ist das hier? Was geht denn da nach oben? Ich war, glaube ich, noch gar nicht fertig da unten. Ja, duschen können wir ja nicht. Ja, ihr Nachbar in der Stadt hat eine Eile verlassen. Vielleicht hätten sie etwas damit zu tun. Ich weiß auch nicht. Wir haben es mit einem Serienmörder zu tun. Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan hängt eine dunkle Wolke der Angst über der Stadt. Monica Chase für... Da ist eine Antwort finden. Ach so, okay. Nee. Diesmal machen wir es nicht. Ich habe nur drei Auswahlmöglichkeiten. Gehen hier nochmal rein. So verschlafene historische Stadt wurde zu einer der Gewalt heimgesucht. Erst vor ein paar Tagen ist ein Gartenwerkzeug. Schaufeln, Handschuhe, Dünger, Hobby oder Mord? Ja, ist ja jetzt nicht hier. Jetzt erreicht uns die schockierende Nachricht, dass ein. Wo sind wir denn hier? Ah, hier bin ich reingekommen, genau. Hier ist in eine Wohnung. Wir gucken uns hier mal. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn wir überall durchrennen können. Also hier ist nichts zu machen. Hier ist ein alter Mann. Mit dem können wir hier noch reden. Scheiße. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Der kam hier raus. Nein, ich wollte... War eine rhetorische Frage. Herrgott nochmal. Komm schon. Guck nicht so verloren. Sieh dich um oder so. Du weißt schon. Spionier ein bisschen. Tu dir keinen Zwang an. Mhm. Ja, ja, klar, aber was machst du hier? Was machst du noch hier? Amüsier dich ein wenig. Naja, amüsant ist es nicht. Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan hängt eine dunkle Wolke der Angst über der Stadt. Monica Chase für WDJA, live aus Salem. Wir bringen die Wahrheit ins Licht. Ach, das ist die... Salem, wo ein grausiger Mord die Stadt in Panik. Die ist die von unten da, ne? So, sonst ist ja nichts. Ich will mal wissen, was hier in der Kammer ist. Aber nicht irgendwie. So, jetzt werden wir hier mal reinschlüpfen. Schlüpfrig, wie wir sind. Gedanken lesen. Aus dem Fenster starren? Wozu soll das schon gut sein? Lass doch mal deine Frau. In der Glotze ist der Blick auf die Straße besser. Achso. Ja, das kann man bei manchen nicht so verstehen, ne? Die Beweggründe. So viel haben wir ja noch nicht, ne? So, was mit ihr? Wenn ich ihm nichts mehr zu essen bringe, guckt er sich vielleicht um, ob ich noch da bin. Nee, der kriegt jetzt schon mit. Warte mal. Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Kommt nicht aus dem Sessel. Mag den Sessel mehr als mich. Ja. Ja, aber wir wissen ja noch nicht viel. Gartenwerkzeuge und sowas, ne? Zwei Sachen noch nicht gefunden. Das ist ein bisschen wenig, ne? Einzelheiten stehen noch aus, aber momentan hängt eine dunkle Wolke der Angst über der Stadt. Monica Chase. Guck mal da. Warum sehe ich denn da was? Hier ist ja nur Treppenhaus, ne? Was ist das hier für ein Ding?
Was kann ich hier machen mit diesen Zeichen? Oh, sammeln. Warnhinweis. Was ist das? Die Polizei. Was? Hier können sie gesammelte Artefakte. Was? Eingesehen werden. Kehre hierher zurück. Werden sie erkunden, um deine Sammlung zu betrachten. Na toll. Die Polizei verweist nicht auf einen Serienmörder, aber in Angesicht der Todesfälle wird die Bevölkerung gebeten, nachts zu Hause zu bleiben und ihre Türen verschlossen zu halten. Hier bestimmt hier viel, was war? Hier ist auch noch was? Eine Zeitung? Zeitungsartikel Number One. Obwohl die Stadt Salem in den letzten Monaten einen starken Anstieg bei gewaltsamen Toten zu verzeichnen hatte, ist das Salem Polizeidepartement nicht bereit, offiziell auszusagen, dass zwischen den Toten eine Verbindung besteht. Es war ein paar harte Monate, sagt hier SPD-Sprecherin, also hier von Salem Polizeidepartement, ne, Sprecherin Ingrid Larsen. Aber es wäre unverantwortlich, voreilig Schlüsse in diesen Todesfällen zu ziehen oder eine Verbindung zu vermuten. Wir untersuchen jeden einzelnen Fall gründlich und erlauben uns nur ein Urteil, wenn es die Beweise zulassen. So, ich glaube, wir gehen mal doch nach oben. Ich weiß noch nicht so, ob das hier alles so ganz gaut ist. Aber wir machen das einfach mal. Wer weiß, was hier noch kommt. Oh, jetzt sind wir hier ganz oben anscheinend. Alter Schwede, sie ist schon wieder. Mhm. Mhm. Hey, hey, wie ist es zurückgekommen? War ich das? Hey, hey, komm zurück! Die sind nicht für dich. Klasse. Sieht nach einer Art Code oder sowas aus. Naja, ich gehe mal lieber nach oben, bevor die Polizei die Beweise wegschafft. So. Also wir sind ja hier, glaube ich, irgendwie rein. Ne, hier schreibt sie irgendwas, aber angucken können wir uns das nicht. Aber wir können durchlatschen. Hier wird was Herrliches gekocht. Okay. Was ist mit der? Vielleicht bekommt sie zu viel Zucker. Das hält Kinder wach nicht. Nur ein einziges Mal will ich mit einem Erwachsenen ohne Unterbrechung telefonieren. Darauf kann ich mir gar keinen Reim machen. Folge der Angst über der Stadt. Monica Chase für WDJA, live aus Salem. Wir bringen die Wahrheit. Monica Chase aus Salem, wo ein Haus. Mama! Was denn, wer denn? Liegt da echt einer drüber? Drinne? Ah, ich kann nirgendwo hin hier. Was ist er denn? Monster wie du im Schrank eines Kindes. Ihr Papi hat die falschen Leute verärgert. Ich wurde geschickt, um die Dinge zu beschleunigen. Es war ganz leicht. Ich schnapp mir das Mädchen, drohe ihm, sammle das Geld ein und lass sie gehen. Was ist schiefgelaufen? Ihr Papi wollte ein Held sein und kam mir in die Quere. Hat wohl geklappt. Hat ihn das Leben gekostet, nichts weiter. Wenn du ihn umgebracht hast, warum bist du dann tot? Die Leute, für die ich gearbeitet habe, gewähren keine zweiten Chancen. Aber es sieht so aus, als bekäme ich trotzdem eine. Ich muss nur warten. Der Tod holt uns alle. Kleine Mädchen sind keine Ausnahme. Dafür ein Psycho. Ich habe nichts außer Zeit, mein Freund. Voll der Psycho, ja. Achso. Unrecht sind beide blind. Warum höre ich denn jetzt auf jemanden eine Stimme?
So, hier muss ja auch noch eine Wohnung sein. Okay, Jungs, platziert eure Einsätze und hofft auf mehr Glück. Es geht nicht ums Glück, Avery. Da liegst du richtig, Kumpel. Daran solltest du denken, wenn du dir deine traurige Bilanz anguckst. Nun, es gibt immer ein gewisses Zufallselement. Vielleicht bringst du uns ein paar Tricks bei. Dann könnte ich euch ja nicht mehr euer Geld abnehmen, Großer. Okay, zieht die Hosen stramm, Gentlemen, und wirf ein paar Chips in die Mitte, Nate. Die pokern da gemütlich, ey. So, wo ist hier? Ja, viel zu entdecken gibt's ja nicht, ne? Also klar können wir jetzt hier drüben gleich so ein bisschen. Die sehen das ja auch. Hier mal ein bisschen. Wir machen einen nervösen Eindruck. Cool bleiben, Junge. Mit dem nächsten Blatt machst du sie fertig. Ja, das will ich sehen. Ein paar gute Karten könnten nicht schaden. Cool bleiben, Junge. Mit dem nächsten Blatt machst du sie fertig. Falsch gedrückt. Gute Erdrunde. Arme Kerl. Ich erinnere mich, dass ich Poker mal für ein Glücksspiel hielt. Aha, aber ihr könnt doch gegenseitig in die Karten gucken. Himmel, diese Jungs sind leicht auszunehmen. Ich will sie gewinnen lassen, aber das wird sie sowieso. Hä? Wozu spielt man denn? Ich weiß nie, ob sie mich mag oder einfach nur nett ist. Ach so, die Geschichte. Hier, so ein bisschen Liebe, Liebe. Hier können wir nicht durch. Ich überlege. Gut, viel gebracht hat's nicht. Hier war das ja mit dem Bart, genau. Sonst so. Geht's jetzt nach oben, oder was? Alter. Schwede. Okay, alles klar. Wenn Dämonen dich wahrnehmen, jagen sie dich und zerstören deine Seele. Ey, darf ich mich nur verstecken? Dämonen entkommen. Die Rückstände von Geisterseelen verbergen deine Präsenz vor Dämonen. Vom Versteck zu Versteck. Du kannst dich zwischen Objekten zum Versteckten hin und her bewegen, um Dämonen auszuweichen. Das ist ja langweilig. Wenn Dämonen dich eine Weile nicht mehr finden, geben sie die Suche auf und verschwinden. Aha. Halte F gedrückt, um Dämonen durch Wände zu sehen. Näher dich einen Dämon stets vorsichtig. Ah, okay. Kann ich die denn alle wahrnehmen? Kann ich die kaputt machen? Ah, okay. Ja, weiß man ja nicht, ey. Da stand ja nichts. Geh bitte da hinten wieder zurück oder so. Was soll ich denn wissen, ne? Ein Dämon vernichten. Du musst dich von hinten an einen Dämon anschleichen, um ihn zu vernichten. Halte er, um zu versuchen, ihn zu vernichten. Okay. Ja, klar. Krieg
kriege jetzt was. Also wenn der Dämon ja mich vernichtet, kriegt er meine Seele, um zu leben, stärker zu werden, wie auch immer. Ein bisschen happy, happy. Ne, Seelen naschen. Und wenn ich den vernichte, was kriege ich denn? Ja, mal gucken. Ach ja, klar. Warum denn nicht? Ich wollte jetzt weg da. Warum ging das nicht? Was ist denn das? Ja, ich hab das selber ein bisschen verkackt, ne? Hab die falsche gedrückt. Mal hoch, machen wir nochmal. Was ist denn der Idiot? Das für ein Eierkopf. Poltergeist. Weiß noch nicht so richtig, was ich machen soll hier, ne? Aber ich würde gerne erstmal töten. Ging das jetzt nicht? Ich hab doch gedrückt gehalten. Hau ab jetzt hier, du Eierkopf. Er kriegt eine Panne. Warum ist er jetzt schon wieder da? Ich hab da ja gedrückt. Irgendwas hat er ja auch gemacht. Aber schön, dass die Dämonen schön. Ah, also die Dämonen schön weiblich sich bewegen. Ne? Der da hinten hätte? Achso. Naja, warte mal. Hallo? Und mal du? Er hat sich einfach zu schnell umgedreht. Na okay, nach 500 Jahren war es ja ziemlich schwer und einfach. Lilien und Lilien. Was? 9999, hier gefangen.
Nebenfälle. Kettet ihr an die Wuster. So, jetzt können wir hier mal reingehen. Jetzt können wir hier ein bisschen Party machen, Poltergeist. Können wir hier ein bisschen was spielen anscheinend. Hier ist nichts. Was ist mit Ihnen hier? Hey, du bist es. Du bist berühmt. Mhm. Zieh dir das in die Glotze rein. Passt schon, danke. Ah, wir machen erstmal hier so ein bisschen mit den Quatschen. Was meinst du, wir haben Bier, den Fernseher, was meinst du mehr? Keine Ahnung. Eine Party vielleicht? Tja, wir könnten nach Boston fahren. Nach jetzt. Boston fahren? Ich meine... Schätze, das ist eine Idee. Was... Wie machen wir das, rein logistisch? Sollen wir dein Auto nehmen? Naja, einfach wäre das auch nicht. Parken und das Fahren und das Benzin und alles. Klingt stressig, Alter. Fast zu stressig. Und so teuer, wie das Benzin gerade ist? Ja, der helle Wahnsinn. Ihr Rumhänger braucht kein Benzin. Guter Einwand. Sehr guter Einwand. Mein Geburtstag dauert eh nur noch ein paar Stunden. Dann kehren wir ins echte Leben zurück. Hey, klar. Party! Richtig, Party. So. Komm. Was denkst du denn? Ich wäre es okay, wenn wir einfach einen Film gucken würden. So Hand in Hand oder so? Meine Party heißt nicht, dass ich alles allein machen muss. Was ist der Sinn einer Party, wenn man sie planen muss? Dann wäre es ja Arbeit. Warum muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben? Ja, weil ja man alles zu Hause wahrscheinlich kennt. Aber wenn ihr Party haben wollt, hier, ich hab noch hier so eine Geschichte. Du solltest dir das ansehen. Es ist irre. Was ist denn nicht? Ich dachte, die machen jetzt da richtig Party. Oder eben auch nicht. So. Dann können wir hier mal gucken. Was ist mit denen hier? Besitzer greifen. Besitzer greifen. Da können wir nichts machen. Hier können wir nicht rumpoltern. Keine Geistung machen. Oder? Hm. Hier mit dem Fernseher können wir noch so ein bisschen. Aber über den nicht mehr. Passiert einfach nichts, ne? Was machst du hier? Willst du ihn nochmal umnieten oder was? Weißt du nicht mit was? Wasser in der Wanne? Rasierklinge? Was wird das, ey? Mal fragen. Scheiße. Warum hast du das getan, Kleiner? Die Stimmen. Diese verfluchten Stimmen. Ich hatte Angst und war allein. Ich wollte bloß, dass sie aufhören. Warum hast du niemanden um Hilfe gebeten? Einen Arzt oder einen Freund oder so? Niemand hat zugehört. Niemand hat mich ernst genommen. Nur so konnte ich sie zum Schweigen bringen. Da war so viel Lärm. Aber jetzt ist es still. Endlich still. Alter Schwede. Tut mir leid, so hätte es nicht enden dürfen. Irgendwie, ja, merkwürdig, ne? So. Oh, ich kann gar nicht. Okay, mehr haben wir hier nicht gesehen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich gucke hier mal um die Ecke. Ich dachte, da wieder so ein Kanister steht. So, jetzt müssen wir ja beide mal oben sein, oder was hier? Hier sind sie alle. Und streuen rum. Was wir hier finden werden, sehen wir beim nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao, ciao.